Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich dir, wie du dich in das Backend oder das Admin-Menü, je nachdem wie man es nennt, einloggst. Zuerst musst du auf diesen Bildschirm hier kommen. Das erreichst du, indem du entweder oben in der Adressleiste nach der Domain /manager eingibst, wie hier zu sehen, oder wenn deine Seite irgendwo einen Login-Button hat, dann klicke auf diesen und du kommst auf diese Seite hier. Gib dann den Benutzernamen und dein Passwort ein und klick auf Login. Nun sind wir im Backend. Auf der linken Seite sehen wir nun die ganzen Seiten. Das ist der sogenannte Ressourcenbaum. Falls dieser nicht angezeigt wird und so ausschaut, kannst du ihn mit dem Klick auf diesen Button hier anzeigen lassen. Die Seiten, die wir hier haben, sind jetzt hier in einem sogenannten Kontext, und zwar ist es der Kontext Deutsch, also die deutsche Webseite, und hier haben wir den Kontext Englisch, ist also die englische Version der Seite. Die Seiten haben hier verschiedene Farben und Schriftstile. Das hängt davon ab, welchen Status die Seiten haben. So sind zum Beispiel rote Seiten gelöscht oder diese grauen Seiten, die werden nicht im Menü angezeigt. Und diese kursiven Seiten hier, die sind nicht veröffentlicht, das heißt, sie werden gar nicht angezeigt. Oben haben wir dann nochmal ein paar Menüpunkte. Für uns ist eigentlich nur der Menüpunkt Extras interessant, denn hier haben wir zum einen Quip, da können wir die Kommentare von den News beispielsweise können wir bearbeiten bzw. löschen, und hier die Galerie. Hier können wir Bilder hochladen und Alben erstellen. Ganz rechts haben wir dann noch dich als Benutzer hier. Hier kannst du dein Benutzerkonto bearbeiten. Ich gehe da mal rein. Wichtig hierbei ist die E-Mail-Adresse. Die sollte immer aktuell sein, denn wenn du mal dein Passwort vergisst, kannst du es ganz einfach zurücksetzen. Das Passwort kann übrigens hier geändert werden. Einfach das alte Passwort eingeben, dann das neue bestätigen, Speichern drücken und fertig. Wenn du fertig bist mit dem Bearbeiten, dann solltest du dich immer ausloggen. Das kannst du einfach über den Benutzernamen und dann Logout. Das war's für dieses Video. Sollte irgendwas noch unklar sein, bitte lass es mich wissen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.